Hier spricht wieder Ustra und es geht weiter mit RimWorld und unserer etwas leicht toten Kolonie. Der einzige, der den Absturz noch überlebt hat und eigentlich ein Original, beziehungsweise unser Rudelführer, Harry, ist ein bisschen angeschlagen, genau wie Angie. Alles ist schwer und unbehandelt. Leg dich ins Bett, Angie, ey. Ich hab keinen Bock, dich auch noch zu verlieren. Ja, es ist im Moment sehr traurig durch diverse Ereignisse, die sich ereignet haben in der nahen Vergangenheit. Ich glaube, wir haben keinen Koch mehr, sogar. Doch, wir haben noch Paul als Koch, okay. Angie sollte sich langsam echt mal hinlegen, weil ich mache mir Sorgen, dass die schwere Oberkörperinfektion gleich zuschlägt. Das wäre schlecht. Und dann würden wir Angie noch verlieren. Und unser zweites Liebespaar wird dann vor die Hunde gehen. Außerdem haben wir, ich habe es in der letzten Folge gesehen, sehr hungrige Tiere, die leider auch nichts mehr zu essen haben. Deswegen versuche ich denen mal zu sagen, dass die sich in der kompletten Heimat bewegen dürfen. Eventuell holen die sich dann Futter. Ne? Man weiß es ja nicht. Man hofft natürlich das Beste. Man hofft natürlich das Beste. Ich muss mal gerade mal gucken bei den Tieren, beziehungsweise bei den Gebieten, denn... Genau, hier ist Tiergebiet 2 zum Beispiel gar nicht auf den ganzen Stall erweitert worden. Und die ganzen Hühner sollen hier mal rumrennen. Angie, ich mache mir langsam echt Sorgen um dich. Du solltest ins Bett. Ich sag das nicht, weil ich dich ärgern will oder weil Dinge... Einfach, damit es dir gut geht. Hör auf die Stimme. Hör, was sie sagt. Sie sagt, geh ins Bett und mach dich obenrum schon mal frei. Der Doktor ist gleich bei dir. Oder so. So, das würde ich am liebsten jetzt sagen. Ja, es... Zum Teil war es natürlich von Anfang an ein schwieriges Unterfangen, mitten in der Wüste ein Lager zu bauen. Klar, wir sind angreifbar von allen 100 Millionen... Entschuldigung? Kann Angie bitte erstmal ins... Dankeschön. Angie, du solltest ins Bett gehen. Und Estus, nimm dir doch mal bitte eine Schrotflinte. Paul, wie geht's dir? Alles okay. Denn ich habe das Gefühl, wir sollten diesen Puma töten. Ups. Und da geht's nur mir so. Wenn du meine verdammten Tiere anfasst, dann hau ich dich gleich echt in eine Pfanne. Puma rächt sich. Nun. Da ist es. Vielleicht solltest du ein Stück gehen. Ist es! Ja, der liegt jetzt auch am Boden. Das ist schlecht. Dieser Puma hat die hintere rechte Pfote zwar abgeschossen, aber irgendwie habe ich Vorratskapseln. Eine ganze Menge sogar. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Boah, der ist jetzt richtig wütend auf meine Leute. Wir sind sofort für dich da, Puma. Ja, wir müssen hier leider... Oh Gott! Oh Gott, wir sind des Todes! Paul, geh da rein. Geh da rein und lass die Katze nicht zurück. Oh Gott! Toll, super gemacht, Paul! Gut, dass du auf unser eigenes Huhn geschossen hast, du Fucker! Naja, gut. Okay. Ich hoffe, du stirbst. Wegen Blutverlust. Oder anderen Dingen, die ich mir jetzt gar nicht für dich ausmalen möchte. Was ist mit Harry? Harry ruht sich aus. Angie ruht sich aus. Okay, dem geht so weit, ne? Den geht so links-rechts, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß, die Katze, möchte weiterhin unser Freund sein. Alter, wir haben jetzt aber auch Probleme, ey. Komm, wieso ist dieser Puma überhaupt in unserer? Nein, wir gehen nicht raus. Wir gehen nicht raus, Paul, wir gehen nicht raus. Alter, auch du hast alles am Arsch, ey.
Ich hoffe, dass du abhaust, du blödes Tier, du blödes. Gut wäre, wenn wir treffen würden, Paul. Ich glaube, wir sind des Todes. Ich weiß nicht, wie ich euch das erzählen soll. Ach, er ist arbeitsunfähig, weil er kein Bein hat, ne? Ah, weil er kein rechtes Bein hat, kann er sich nicht bewegen. Das ist ja schrecklich. Und der ist auch im Arsch. Ich glaube, das war's für diese Kolonie. Nach 5 Minuten, nachdem ich wieder eingestiegen bin. Weil Puma. Ja, hier, Angie kriegt schwere Krankheiten. Wir kriegen es auch gar nicht mehr. Wir kriegen wahrscheinlich nichts mehr gebacken. Hier, da. Pepe, unser Huhn, frisst die Nahrung vor uns, vor unseren Augen weg. Wir haben hier niemanden, der wirklich kämpfen kann. Und vielleicht auch niemanden mehr, der kämpfen will, weil es ist, wie es ist. Der Puma macht hier seine Runde. Das hätte ich von Anfang an etwas anders machen sollen. Och, ach. Ach, jetzt heilt ihr sich beim Pennen, oder was? Du heilst dich nicht beim Pennen. Anscheinend doch. Lass uns mal Paul retten. Nein, Angie ist zusammengebrochen. Nun. Ich würde sagen, weil es gerade so schön ist, hat nicht nach der Winter angefangen und zum Glück kann Paul jetzt nicht verderben, wir werden auf diesem Planeten nochmal eine neue Kolonie anfangen. Denn das hier, das ist gescheitert. Dieses hier, sie hieß Hoffnung, die Kolonie. Und Kolonie Hoffnung ist hoffnungslos in die Brüche gegangen. Es lag nicht an mir, es lag an den vielen Muttis, die hier ihr Leben lassen mussten, an der einen oder anderen Stelle. Aber warum sollten wir groß drum rumtapern? Am besten ist, wir machen jetzt an genau dieser Stelle, meinem Speichern und zum Hauptmenü zurück, direkt eine neue Kolonie auf. Natürlich gerne wieder mit der Cassandra, oder machen wir heute mal den reinen Zufall im rauen Spielmodus, oder ist es herausfordernd? Dies ist der empfohlene Schwierigkeitsgrad. Na gut, wir machen mal den reinen Zufall auf dem Herausforderungsmodus. Ich glaube, das hat gerade schon ganz gut. Es macht auf jeden Fall Spaß. Dahin wollte ich. Es macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt muss man nur noch sehen, wo uns das Ganze hinführt. Wir waren in einer Wüstenregion. Ich würde diesmal sehr gerne etwas Bergiges und auch gerne sehr Großes. Etwas Bergiges, Großes, Waldmäßiges haben. Also, ne? Ihr wisst schon, im Wald halt. Ne? Gucken wir mal, was wir hier so haben. Achso, übrigens. Nicht nur für diese, auch für die alte Kolonie galt natürlich, für jegliche Kolonie, wenn ihr Spitznamen habt für die Leute, dann immer her damit. Ne? Aber ja, erstmal müssen wir gucken, dass wir jetzt hier jemanden hinkriegen. Level 43, ja. Alter 43. Oh, ein Level 86. Alter 86, meine Güte. Doppelgrauer Star, gebrechlich, dement. Super. 16. Jugendliche Kolonistin, weiblich. Bluebird hat sie als Spitzname. Sie kann nichts. Holy fuck, das wird interessant, aber für den Anfang, boah, das wäre extrem eklig, oder? Sie verweigert geistige Arbeit, komplexe Arbeit, Gewalttätigkeit, also sie wird auch nicht kämpfen, sie trägt auch keine Dinge. Ich weiß nicht, was sie kann, aber das kann sie gut, wahrscheinlich. Oh, hier, er ist der Vater von jemandem, den wir schon haben. Verweigert aber auch im Moment sehr viel. Ich möchte natürlich niemanden, der etwas verweigert, gerade am Anfang der Dinge. Komplexe Arbeit und Dinge tragen, das hört sich ja wieder toll an. Ne? Das sind immer so die Ehemann-Kensuta, na dann. Verweigert nix, ist ein schneller Geher, aggressiv, okay, und habgierig. Suta braucht ein sehr eindrucksvolles Schlafzimmer. Sie bekommt einen Stimmungsabzug, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Sie ist 34, damit können wir arbeiten. Wie ist denn der Mann so? Der kennt. Der sieht okay aus. Ist ein eiserner Wille. Ja, okay, wir haben wieder eine Familie. Ehemann und Ehefrau, sie hat eine kleine Kratznarbe, das ist egal. Und wen bekommen sie jetzt dazu? Sohn und Schwiegertochter. Nein, nein, ich weiß, was ihr alle denkt. Oh ja, wir machen nochmal so eine Familie auf. Nein. Nein, verweigert geistige Arbeit. Nein, wir könnten es tun. Ja, dann haben wir... Wow, warte mal. 10 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Und dann die Mutti dazwischen. Oh, eigentlich ist das voll geil. Wir machen das nochmal. Kommt schon. Das ist einfach die... Also das ist der... Das ist die Mutti von dem Mann.
der irgendwie Yoshinoya heißt. Warum immer? Warum auch immer? Und sie hat einfach den Nachnamen als Spitznamen. So geht das nicht. Die heißt einfach, als Spitzname. Ach, sie ist auf jeden Fall deutlich älter als der andere. Der Spitzname, den die Mutter ihr immer geben wird, ist, ach, das ist alles gemein. Alles, was ich sagen würde, ist jetzt gemein. Wir lassen sie mal so. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. Wir starten damit mal. Ja, wieder das gute Ehepaar-Schwiegermutter-Verhältnis. So muss jede gute Geschichte anfangen. Ich kann nichts dagegen machen. Ich sehe das und sofort denke ich, ja, okay, das wird eine gute Geschichte. Die Welt weiß genau, was wir wollen. Nämlich Drama. Wir wollen Drama in unserer Welt. Und hoffentlich auch, dass es gleich nicht lädt, sondern losgeht. Das wäre auch gut. Wir haben nämlich eine riesige Welt gewählt diesmal. Die ist jetzt größer als die wir vorher hatten. Ich hoffe, der Krach der Sirenen und berstende Metall hallen durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapsel zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf einem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne fürs Überleben zu machen. Und da sind wir auch schon. Oh, die Frau sieht aber diesmal nett aus, ne, mit der wir verheiratet sind. Also nicht wir, sondern Bindung Solai. Oh, wir haben einen Husky. Nice. Haben wir sonst irgendwas? Habgierig? Ja gut, das haben wir alle schon. Achso, hatten wir, außer die Kratznarben haben wir keine Verletzungen, ne? Sehr schön. So, ja, so sieht diesmal die Welt aus. Nicht ganz so crazy wie beim letzten Mal. Ein bisschen mehr bewaldet. Wald ist gut, denn Wald heißt Holz. Und Holz heißt schnell bauen. Schnell bauen ist eine gute Sache und wir stehen eigentlich schon in einem Bereich, wo ich sagen würde, fuck yeah, wir bleiben einfach hier. Das ist nämlich, glaube ich, fruchtbarer Boden hier oben. Fruchtbare Erde. Das heißt, hier können wir superb Dinge anpflanzen. Dann fangen wir doch damit auch mal an. Zonen, Anbauzone. 6x6 Zonen gibt es hier auf unserer fruchtbaren Erde. 3 Stück sollten erstmal reichen, nämlich für Kartoffeln, für Reis und für Heilwurzeln. Außerdem brauchen wir noch Erdbeeren. Ohne Erdbeeren geht aber gar nichts. So, und wir brauchen Erdbeeren. Upp, Erdbeeren, okay. Die sollen es erstmal werden, dann können wir hier unten eventuell einen Generator machen. Und wir, was ist das? Ist eine Boomerat. Und wir können hier eventuell dann unsere Basis errichten. Okay, das heißt, wir machen auch einen Lagerplatz hier oben in die Ecke. Sehr gut. Silber brauchen wir erstmal nicht, wir brauchen Stahl. Wer kann am besten schießen? Oh, das sieht gut aus. Wow, der Mann kann am besten schießen mit 12. Mit 24 ist er schon der fucking Gott. So, ein Radar kriegt hier nur das Messer. Okay, jeder hat ein bisschen Zeug, ne? So, baue einen Raum. Ja. Wir wissen das alle. Wir können das auch alles langsam. Das Gute ist wirklich, wir können jetzt Dinge aus Holz bauen. Wie zum Beispiel diese Wand. Und eventuell relativ mittig lieber. Diese zwei Türen. Ich habe jetzt gesehen, man kann einfach ganz easy Doppeltüren machen. Ich glaube, wir lassen das alles mal so. Suta kann hier alles. Sogar Landwirtschaft, wenn sie will. Wenn er will. Wenn sie will. Ist der Typ, ne? Ne, ist die Frau, okay. Wir machen das alles mal ein bisschen auf schnell. Jetzt sollte nicht so viel passieren. Wir wissen, hier kommt dann unsere Base hin. Die wird dann so ein bisschen in den Berg gebaut und auch draußen vor den Berg gebaut. Das ist zumindest mein Plan. Hier haben wir auch noch Stahl. Das kann zur Lagerhütte. Und ich hoffe, wir haben jetzt genug Holz, um das zu erledigen. Unten liegt noch eine ganze Menge Holz. Gut, warte mal, wenn Suta hier schon extrem den Baumeister macht, ich weiß nicht, was sie gerade macht oder wie das heißt. Bergarbeiten oder was ist das? Nee, Bergbauarbeiten hier. Ja, dann solltest du das als Priorität 1 machen. Und wer noch Bergarbeiten machen sollte, ist dann der Mann von dir auch auf 1, denn
diese sollten... Ist das der Mann? Männlicher Kolonist mit dem wallenden blonden Haar. He-Man, Master of the Universe. Geil. So, dann können wir den hier irgendwie wegschleppen. Das wäre gut. Moment. Wir brauchen eine Abfallzone. Die kommt gleich hier neben. Und da können wir nämlich dann mal so 5-6 Sachen mal eben in die Abfallzone räumen. Hier ist alles überdacht, ja. Errichtetes Dach, okay. Bergarbeiten können auch nicht so viele, ich weiß, ich weiß. Deswegen machen wir hier mal so. Das kommt auch alles weg. Hier sieht man jetzt, dass es so ein bisschen eine Doppeltür sein soll. Ich finde, das sieht erstmal ganz nett aus. Und da läuft auch schon einiges. Alles läuft hier. Wow. Der Start ist einfach viel angenehmer, wenn man einen Start hat, wo man dann aktuell auch wirklich ja, Dinge tun kann, wie zum Beispiel hier Holz hacken. Wo wir nur einen für abstellen und hier für die Bergarbeiten nehmen wir noch die Mutti mit. So, die soll das fortschrittlich machen. Alles klar, so, super. Dann können die das machen. Er macht kein Holz oder wie? Träger, Reiniger, Forstwirtschaft, mach das doch mal bitte. Wenn du gerade nichts zu tun hast, dann mach doch irgendwas. Jedes Talent kann man auch verbessern, habe ich mal gehört. Außerdem brauchen wir erstmal schön die barackigen Schlafplätze. Und auch für das Hündchen einen barackigen Schlafplatz. Ich weiß, das gefällt der Suter wahrscheinlich überhaupt nicht. Sehr hässliche Umgebung, kein eindrucksvoller Schlafraum. Auf Boden geschlafen, geteilte Schlafzimmer, leichte Schmerzen. Möchte bei Yoshinoya schlafen. Und sie wurde gehätschelt. Aber sie hat noch den neuen Kolonie. Du kannst auch, wenn du willst, mein blonder Freund, kannst du auch da in dein Bett pennen. Nein? Okay, dann nicht. Ich hab's dir angeboten. Sag nicht, dass ich nichts gesagt habe. Ja, die Welt ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen größer, auch hier mit diesen riesigen Felsen, wo wir uns auf kurz oder lang hoffentlich reinballern werden. Ich weiß, wenn man hier die Kamera so ein bisschen, wenn ich hier nicht auf Pause mache und dann die Karte bewege, dann ist es ein bisschen am Ruckeln. Das liegt aber sowohl am Spiel als auch an meiner Hardware. Nimm mir das nicht übel. Alles wird gut. Und wir haben hier direkt einen Raum. Oh, Kotz. Na gut, da müssen wir aber dann durch. Zumindest haben wir nur eine offensichtliche Stelle, die wir verteidigen müssen. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Okay. Achso, ja. Dinge passieren gerade um mich herum. Machen wir erstmal das fertig. Wir machen nochmal ein bisschen. Denn es war einfach zu Scheitern verurteilen, das andere. Sie hatten keinen lebenden Menschen mehr, der wirklich irgendwie... Hier, auf der Höhe ruckelt da nix. Da bleibt das schön bei seinen 30 FPS. Das reicht mir auch. Wenn ich ganz ehrlich bin. Na? Hier sieht es schnuckelig aus. Die Boom Red sollte eigentlich so schnell wie möglich weg, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier ist aber alles okay. Ne? Durch die fruchtbare Erde hat man hier eine gute Wachstumsrate überall geschaffen. Jawohl. Weil wir brauchen fix Medizin. Wir brauchen fix Essen. Wir werden ein Gefängnis ganz woanders hinbauen als unsere eigentliche Kolonie, denn ihr wisst, die Leute können jetzt auch ausbrechen. Hier gibt es Bauteile, das ist gut. Hier kriegen wir nicht wirklich was raus, nur Granitbrocken. Aber ich will, dass dieser Raum halt schon mal eine gewisse Größe hat. Und ja, wir laufen das Spiel gerade auf der schnellsten Geschwindigkeitsstufe. Holz. Nice. Befehle, Strukturen, Holz. Wir hätten gerne etwas aus Holz, nämlich... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und dann 2, 4, 5 und dann hier. Dann auch bis hier runter. Wie lang ist das? Das Blöde ist, man kann echt so, ich würde gerne dieses... Also 12 Dinger lang, okay. 12, also bis dahin. Bis dahin hätte ich das auch gerne. So, und da hätte ich dann natürlich auch gerne Türen drin, die folglicherweise 2 Stück entfernt sind und dann auch nach da zeigen. Denn Holz haben wir.
genug. Da können wir nämlich vielleicht schon mal das ein oder andere richtige Schlafzimmer bauen, was ja auch kein Verbrechen wäre. Ich hoffe, die Zimmer sind noch nicht so groß, dass die Probleme machen. Objekt entfernen bitte, diese. So, das hier bleibt erstmal wieder weiterhin Lagerraum. Nice. Okay. Da können wir nämlich jetzt hier mal ein Möbelchen bauen, nämlich ein Stahlbett. Für unsere beiden Turtelchen. Das ist ein sehr großer Schlafraum, wa? Das hier wird aber nicht unser Schlafraum. Okay. Aber zumindest weiß ich, was ich zu tun habe. Denn das hier wird höchstwahrscheinlich unsere Küche. Beziehungsweise... Ja, beziehungsweise unser Esszimmer. Das ist noch nicht entschieden. Und das hier wird eine Art Atelierraum, Batterieraum, wie auch immer. Diese neue Kolonie mit unserem blonden, Hiemenartigen Yoshinoya, Suta und Rada, der Schwiegermutti, der üblichen Schwiegermutti, wird in der nächsten Folge weitergehen. Ich hoffe, ihr habt damit kein Riesenproblem, dass ich da die Leute, dass ich die nicht mal weiter beim Sterben zugesehen habe, weil wir wollen ein bisschen weiterkommen und hey, es war zum Scheitern verurteilt. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an RimWorld. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen da, schaut das nächste Mal wieder rein und lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.